Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im sechsten Türchen meines Jahres-Highlights-Adventskalenders. Heute ist auch noch Nikolaus, auch an diesem Tag wünsche ich euch natürlich eine besonders weihnachtliche Stimmung. Für uns geht es jetzt aber erstmal ans Meer, denn Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu ist definitiv ein Jahreshighlight für mich, ein Jugendbuch, wie wir es von Adriana kennen, wie wir es von Adriana lieben und ja, was einfach wieder perfekte Unterhaltung war. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Adriana Popescu. Ich mag es, wie sie ja Charaktere schafft, wie sie ihre Charaktere etwas erleben lässt, wie sie uns daran teilhaben lässt, welchen Humor Adriana ihren Charakteren mitgibt. Und auch hier haben wir eine Art Roadtrip, der ganz unterschiedliche ja, Angehensweisen hat, warum die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen das im Grunde tun. Jeder hat so einen anderen Ansporn und durch den Perspektivenwechsel erzählt uns Adriana Popescu das auch tatsächlich noch ganz perfekt. Sie schreibt ja nicht nur Jugendbücher, sondern auch Erwachsenenromane, hat in diesem Jahr auch ihren ersten Krimi unter Pseudonym Adriana Jakob geschrieben und für mich sind ihre Jugendbücher immer etwas Besonderes, denn ich bin natürlich gar keine Jugendliche mehr, ich bin auch gefühlt wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe ihrer Bücher, zumindest der Jugendbücher, aber man wird dadurch noch einfach noch mal so richtig jung. Man kann sich wunderbar hineinfallen lassen, das schafft sie auch wieder mit Morgen irgendwo am Meer. Man geht auf diesen Roadtrip nach dem Schulabschluss, man ist da auf dem Weg, man ist mit dem Auto unterwegs, das erste Mal so Freiheit, das erste Mal alleine unterwegs und man genießt das, man ja, ist da einfach mit Freunden mehr oder weniger unterwegs und man hat Gespräche, man hat Abende, die lau sind, die mit Sonne gepickt sind, mit Sonnenuntergängen. Man ist einfach so für sich und das schafft Adriana Popescu wirklich in perfekter Form und sie kann auch mich als Mit-30-Jährige absolut abholen, mich nochmal 16 fühlen lassen und das wirkt aber in keinster Weise irgendwie künstlich oder dass das irgendwie so erzwungen ist, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass das auch ihre Intention ist, wenn sie eben diese Bücher schreibt, wenn sie uns diese Bücher näher bringt, die Geschichten darin, die Charaktere, der Witz, der Charme und auch einfach wie unterschiedlich Charaktere sein können. Und auch das merkt man hier beim Perspektivwechsel auf dieser Reise, was eben jeder so ein bisschen denkt, welchen Antrieb die Jugendlichen haben, was sie verbindet, was sie trennt. Und das macht Adriana für mich einfach wunderbar und absolut perfekt. Und ja, erfreute mich hier mit einer ganz wunderbaren Jugendbuchgeschichte, die mich wirklich wunderbar gut unterhalten hat, in der es viel zu lachen gab, aber eben auch Emotionen, die man auch als Erwachsener absolut noch kennt, noch versteht. Es wirkt an keinster Weise irgendwie kindisch oder merkwürdig, ganz im Gegenteil. Die Jugendlichen sind schon gefühlt viel zu erwachsen, was ich total positiv finde, weil ich ja oft kritisiere, wenn sich Erwachsene zu kindisch verhalten. Und hier merkt man, die sind ihrem Alter einfach entsprechend, haben die Sorgen und Nöte, die man vielleicht selbst auch in irgendeiner Art und Weise hatte oder die man greifen kann. Und das eben mit dem besonderen Blick auf die Dinge, die Adriana für mich immer wieder hat. Und das macht dieses Buch für mich auch einfach zu etwas ganz Besonderem. Dazu natürlich auch durch dieses wunderschöne Cover. Und ja, wir sind hier eben auf einer Reise und das muss man hier auch einfach nochmal ein bisschen zeigen. Und ja, ein ganz, ganz tolles Buch, hat mich sehr begeistert, sehr gefesselt, habe ich auch so gefühlt in zwei Rutschen durchgelesen. Und ja, Adriana schafft das einfach immer wieder, dass sie mich begeistert und fesseln kann. Und ja, sie kommt auch noch ein zweites Mal, etwas später im Adventskalender. Und auch da ist sie absolut gerechtfertigt vertreten. Und ja, das war's nun, das sechste Türchen meines Adventskalenders. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Nikolaustag. Habt Spaß am 6. Dezember und bis zum nächsten Video. Macht's gut!